Ciao zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Black Desert Online, unserem Blair Mage Project. Ich glaube, ich nenne das so. Mit dabei ist der Karakal. Grüezi und hallo. Der macht wieder irgendwelche Flugübungen neben mir. Wir sind im Moment dran, unser Abenteuerbuch abzugraden, nachdem wir beide jeweils einen Mage auf Stufe 56 hochgezogen haben, betonen hochgezogen. Hauptstory wird folgen. Und da sind wir dran. Also wenn ihr das ausführlich dann sehen möchtet, verlinke ich euch gerne mein Video dazu. Da habe ich speziell genau für diese Quest zum Upgrade von dem Abenteuerbuch ein Video gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr auch da reinschaut. So, also abgeben, annehmen, abgeben ist eine einfache Questreihe, aber sie ist saumühsam. Oh ja, viel herumgeritte. Ja, in der letzten Folge haben wir nämlich darüber gesprochen, wieso das unsere Gilde The Blair Project heißt. Kamen schon fast alte Erinnerungen auf. Also wenn euch das interessiert, schaut euch unbedingt die vorherige Folge an. Schau mal, wie faul ich bin. Ich reite von A nach B, weil ich einfach nicht gucke. Ich bin froh, dass ich keinen Zweisitzer habe. Ich bin von A nach B chauffieren. Ah, das wäre deine nächste Anschaffung. Wie kann ich die Gilde verlassen? Tschüss. Die Felswand der zwei Teile, ne? Das ist jetzt die. Richtig. Mich irritiert das, dass die nicht oben steht, die Quest. Ja, das hat keine Hauptstränges. Genau. Ja, mit der Gilde sind wir eigentlich auch mega zufrieden. Also die wächst von Tag zu Tag. Es ist ein wahres Wunder, je weniger Werbung wir machen, ne? Mhm. Nee, Quatsch. Also es ist natürlich super, dass da wirklich Leute dazu kommen und es scheint bis jetzt sehr gut zu passen von den Leuten her. Mhm. Was gibt es dazu zu sagen? Im Moment sind wir eigentlich dran, die wirklichen Gilden-Quests zu machen. Da haben wir zwei, das seht ihr bei mir auf der rechten Seite eingeblendet. Das eine ist, dass wir einen Gilden-Elefanten kriegen. Das zweite ist, dass wir für unsere Barter, die wir in der Gilde haben, endlich mal die Galeere dann haben, damit die auf See stechen können. Dazu benötigen wir einige Siegel von den normalen Gilden-Quests. Jo. Wo ich alle anderen machen lasse und selbst mache ich irgendwie sonst Blödsinn. Richtig. Nein, wir machen da eigentlich alle gut mit. Also es funktioniert gut. Ist halt zeitaufwendig, da es wirklich pro Gilden-Quests nur ein solches Kampfsiegel gibt, oder sprich eben Arbeitssiegel. Und 10 Quests täglich, ne? Auch wenn man die durchzieht, geht dann doch so auf 100 was, 150? 150 von jedem, glaube ich. 15 Tage müssen wir dann schon rechnen. Jo. Sind Sie soweit, Herr Gandalf? Yummy Lady. Miss Claridge. Ja, genau. Hieß die böse Hexe noch mal da bei Merlin? Bei Merlin? Ja. Ich habe da so einen Zeichentrickfilm. Wahrscheinlich Prue. Ja, könnte es sein. Aber dass es ein Trickfilm ist, muss ja Prue eigentlich zensiert sein. Also. Scheiße, ich rede falsch. Wir sind falsch. Wieso reite ich die? Immer reite ich die immer her, dann passiert was. Oh Gott, Hilfe. Mein Pferd will nicht mehr. Es hat Angst. Das hätte ich jetzt auch. Ja, ich bin froh, dass ich nicht dein Pferd bin. Ja, da kannst du wirklich froh sein. Oh Gott, Ich habe die Kurve nicht gekriegt. Eieiei. Ei, ei. Das wirft mich trotzdem ab. Ich bin doch gerade drauf gekommen. Keiner gesehen. Nein. Ich brauche ein Auto hier. Ein Auto? Nimm den Profant, der ist nicht so schnell. Das ist Karakamel, ne? Was? So was gibt es nicht. Doch, was gibt's? Das habe ich in Zucht. Ich weiß. Lass dich patentieren und fertig. Verkaufe ja. Das teuer. Ja, mein Profant auch. Der ist einzigartig, das ist der letzte seiner Art.
Heißen oh. tatsächlich so. Ja, mein ja. Elefant auch. Ja, schon okay. So ein kleines, dickes Ding. Mit großen Ohren. Haben Elefanten so an sich. Ja, und langen Rüssel. Ja. Dumbo. Ja. Glaubst du, ich lasse das Pferd hier stehen? Ja, ich mache das alles auf Umwegen. Ist viel interessanter. Schließe ich nicht an. Ja, ich glaube, wir müssen dann hinten rum. Du hast ja die Pfeife, ne? Für das Pferd. Ja. Ja. Was hat der andere Char? Das ist auch so dämlich, ne? Dass das nicht für alle gilt. Jo. Finde ich irgendwo blöd. Naja. Ach, schau mal, hier ist eine Aussicht. Was sehe ich? Das ist das erste Mal. Habe ich denn das noch gar nicht genommen? What? Doch, das habe ich. Was ist hier? Dieses Teil, das da blinkt. Das grüne Dreieck, da wo mein Pferd steht. Ja, aber das gibt es dann eben auch, wenn du solche Aussichtssachen entdecken willst, musst, solltest. Ja. Kannst du auch ein Cat darüber machen, wo die ganzen Dinge sind. Dann stelle ich auf Folgen und ja. Vergiss es. Ich will nicht mal meinen Heimweg finden ohne die Wegführung. Ja, genau. Ach doch nix. Klar, da wäre ich genau die Richtige. Das würde so ein Endlos-Guide von mindestens 5000 Folgen. Na, dann bist du beschäftigt. Finde von überall her den Weg nach Heidel. Ja, genau. Das wollte ich schon immer mal. Hier gibt es einen Trick. Wer das nicht kennt, wie kommt mein Pferd hier rüber? Man tötet es. Man tötet es? Nee, man stellt sich da natürlich hier hin und dann pfeift man. Und wie durch Zauberhand schafft es dennoch. Ah, jetzt weißt du, hier runter kommt es wahrscheinlich nicht. Schafft es nämlich den Sprung. Das ist so ein kleiner ja, Trick, den ihr verwenden könnt, sollte euer Pferd irgendwo bocken oder eben nicht rüberspringen wollen. Oh, mein armes Pferd. Es tut mir ja leid. Obwohl es ein neues, oder? Ja. Vollkasko versichert. Das ist, ja. Mit schon ja, halb ausgefüllter Sterbeurkunde dazu. Oh Mann. Ja, das ist normal bei mir. Oh. Ah, jetzt müssen wir da ins Gewässer wieder tauchen, glaube ich. Ja. Ich glaube, da ist doch mal dein Pferd getrunken. Stimmt, aber das war, weil ich die Wegführung aktiviert hatte und nämlich, ich war AFK. Oder? Ich war ja nicht da, das war dann ertrunken. Ich habe dir noch die Schuld gegeben. Ja, ich bin immer schuld, das egal was es ist. Das ist absolut klar. Ich habe Hunger. Ich bin und als schuld. Ich zurückkam, war es nämlich tot und ich weiß nicht, was du damit gemacht hast. Hä? Wo war jetzt das Blöde? Ja, da unten. Ich hänge irgendwie fest. Ah, hier. Angeschwommen wie eine Robbe. Ja. Und dann wieder rum. Da. Und jetzt hier wird es dann, glaube ich, blöd. Ich weiß gar nicht. Ja, du kannst ein bisschen weiter vorne reiten. Niemals. Weil sonst bleibst du dann gleich hängen. Ja, und dann pfeife ich halt. Und pfeife ich aufs Pferd. Oh je, nie mehr. Okay, das hat nicht funktioniert. Warte, jetzt bin ich sicher zu weit weg. Stecken geblieben. Ja, also das Pferd, ich nicht. Ja, jetzt. Es bockt, komm schon. Sonst
Da zauber ich dich in eine Kröte. Mal, was das arme Pferd alles durchmachen muss bei der Zug. Ja. Und das sind noch harmlose Sachen. Niemals. Was? Das hat's gut, es kriegt zu essen, zu trinken. Es darf ab und zu sterben. Wie nett von dir. Manchmal wird's vergessen. Was? Eigentlich sehr oft. Oh Mann. Hallo. Grüezi. Dann schieben wir nochmal den Wasserfall hoch. Genau. Das ist so blöd. Jo. Aha. Hin und her und her und hin. Oh ja. Aber es lohnt sich. Macht schon viel aus, das Buch. Gleich mal. Boah, bist du rüber. Okay. Nee, ich bin falsch. Warte. Ich hab den Autoweg drin bei mir. Hast du mir jetzt wieder die Hauptstory vielleicht genommen? Nee, mich führt's unten rum. Wieso denn das? Hä? Ich traue meiner Wegführung. Ich meine auch. Mich sagt's oben durch. Ja, da geht sicher beides. Ich habe wahrscheinlich einfach viel, viel länger. Ich weiß es nicht. Dann werden wir gleich sehen. Ich glaube, wenn man das Buch dann upgradet, bekommt man, glaube ich, 30% mehr Erfahrung durch das Abschließen von Quests, oder? Puh, du fragst mich Sachen. Wenn es dann upgradet ist. Ich bin da nicht mehr ganz sicher. Es hat ja mehrere positive Effekte, oder? Ja, du kriegst ja jetzt eigentlich, die Beuterate ist erhöht von den Silberbaren um 20%. Aktuell. Okay. Sicherheiten auf dem Weg. Tja, das glaube ich auch. So, nach einem kurzen Cut geht's natürlich weiter. Meine Festplatte war voll. Hätte sich wirklich mal früher melden können. Wieso kommt da eigentlich keine Warnung? Keine Ahnung. Sie ist bald voll oder so, sondern es hat mir jetzt die Aufnahme einfach abgeschnitten. Oh. So, scheiße. Ja. Gar nicht geguckt, wo müssen wir hin? Ah, da folge mir unauffällig. Ah, da vorne beim Springbrunnen der Herkunft, da bin ich runtergestürzt. Okay. Ich dachte, das sei dort gewesen beim Schaf. Nein, das war da hinten. Okay. Ja, da kann man eine Abkürzung nehmen über die Wiese. Wupp, und weg war ich. Ist halt schon lange her, ne? Ja, es wird immer in Erinnerung bleiben. Ja. Jedes Mal, wenn ich etwa hier, da vorne rechts, bin ich da irgendwo runtergestürzt. Ich hab das irgendwie voll anders. Doch, wir waren jetzt irgendwo, warte, wir können kurz einen Stopp machen, und zwar genau hier war das. Da bin ich runter. Echt? Hier.
Da geradeaus. Okay. Ja, du bist gestorben, du wirst es wohl wissen. Ja, wegen dir. Nein. Doch, da kann man durch. Das ist eine Abkürzung. Ja, nein, ich bin der Quatsch. Nein, einfach eine Schlucht, ja, ja. Ich bin nur erschrocken, weil ich da schon war. Ja, klar. Niemals. Doch, ich denke schon. Oh nein. Oh Gott, da steht sie. Pff. Lieber tot als sonst wie. Oh ja. Ja. Vorsichtig. Oh ja, da geht's auch gerade ja, lang um die Kurven. Ganz blöde Strecken da zum Teil. Jo. Bin ich schon irgendwie verleitet, automatisch zu manuell zu reiten, dass es so langsam geht. Wir müssen da, glaube ich, hoch. Ne? Richtig. Vorzeitliches Kind. Yep. Ach, das ist ja dein Scheiß, das ist dein Pferd. Mach meinem Pferd nicht weh. Das ist recht schon dein Quest. Du nix. Shit. Weg. Tschüss. So geht's jetzt wieder unten durch. Weil das mich da durchführt, ich weiß doch nicht. Jetzt hat's gerade jetzt korrigiert. Seltsam. Ja, nicht mal deine Wegführung will denselben Weg gehen wie ich. Mhm. Vielleicht besser. Das Spiel weiß etwas, was ich auch nicht weiß. Sieht so aus, ja. Irgendetwas wird passieren. Macht des Bösen. Oh ja. Echt weitläufig, meine Güte. Ja. Vor allem die Wege werden ja eigentlich nicht meiden. Es ist ja die Luftlinie, die es anzeigt. Ne? Du denkst, so 500 Meter, ja easy, aber wenn du da über Stock und Stein und diese Haarnadelkurven alle... Das hatte ich gerade schreien. Vielleicht sollte ich dich vorreiten lassen, damit ich das im Blick habe, was du da tust. Doch einen halben Meter nicht herunter. Ich bin so ungeduldig für das automatische Reiten. Ich glaube, das war... Warte, das war hier. Nicht? Was? Da. Ha! Aha. Heilige Schmerzen der Geburt. Oh ja. Ein Sprichwort. Oh ja. Unser Geheimwort. Schmerz. Genau. Und deins ist nur, tu mir nicht weh. Nein, fester. Oder das. Ja, damit verabschieden wir uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich gerne ein Däumchen nach oben. Gerne kommentieren. Und abonnieren, Glocke aktivieren, meine Güte, so viel habt ihr zu tun. Und ja, wenn ihr Interesse habt, bei uns zu joinen in der Gilde oder auch sonst einfach ein bisschen mit uns mal durch die Welt von Black Desert zu reiten, könnt ihr gerne im Discord joinen. Wie gesagt, das Discord ist nicht nur für Leute da, die in die Gilde wollen. Ihr dürft also selbstverständlich auch sonst vorbeischauen. Das Discord ist unten in der Infobox verlinkst. Und verflixt wir sehen, nochmal. Genau, verflixt nochmal, es ist verflixt. Ja, genau. Das kann ich dann nicht mehr sagen.
Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.